45 und 40 Jahre sind das nicht genug an Beitragsleistungen. Durchschnittlich nach 45 Jahren und mehr überdurchschnittlich hat man nur überdurchschnittlich ins Pensionssystem eingezahlt. Ein vorzeitiger Pensionsantritt bedeutet mindestens 12,6% weniger Abschläge. Viele haben diese Abschläge hingenommen, weil sie körperlich und physisch am Ende ihrer Kräfte waren. Alle, die jetzt in Pension gingen, haben durchschnittlich 553 Beitragsmonate. Jene, die in Alterspension gingen, haben nur 428 Beitragsjahre, Monate. Das sind 10 Jahre und 5 Monate weniger. Was könnte man verbessern an der derzeitigen sogenannten Hackler-Regelung? Eine Neuberechnung der Pension ist sicher leistbar. Frauen sind bei dieser Hackler-Regelung noch nicht wirklich dabei. Das Einzige, wovon sie vielleicht wirklich profitieren könnten, wenn sich das Antrittsalter ändert, der Jahrgang 1968, und das Alter an jene der Männer angepasst wird, dann könnten sie erst 2033 davon profitieren. Im ersten Halbjahr 2020 erreichten 40.625 neu die Alterspension, davon 6.269 die Langzeitversicherung, über die ich gerade spreche. 60% davon waren Angestellte und 40% Arbeiter. Die Schwerpension mit 60 Jahren genutzt haben 15% der Angestellten und 85% der Arbeiter. Im Gegenzug, also durch diese Einsparung, wenn man diese Regelung abschaffen würde, hätte man dafür Geld, dass man die Spekulationssteuer abschafft. Das wären 400 Millionen. Aber der Einsparungseffekt, bis man 400 Millionen erreicht, da vergehen viele Jahre. Wie ich gerade erwähnt habe, waren bisher 2020 30 Millionen aufgewendet worden. Es gibt auch ein schönes Beispiel, wenn man eine Yacht in Venedig liegen hat, dann wendet man da täglich 27.000 Euro auf. Ja, die 27.000 Euro wäre in unserem Sozialsystem besser aufgehoben. Wir gestalten die Zukunft. Nutzt euer Stimmrecht. Auf der ProG-Seite könnt ihr weiterhin das Vorhaben 45 Jahre sind genug unterstützen. Danke. Schön, danke.